Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier ein Renault 851 4S. Hat die Versionsnummer 1001 und hat eine Größe von gerade mal 15 Megabyte. Ja, so sieht er aus. Zumindest der ohne Dach hier, ein bisschen ohne Verdeck. So sieht er aus, wie gesagt. Soweit alles okay. 85 PS, 265 Liter Sprit und 35 km/h kann ja wohl fahren. Man kann ein bisschen was einstellen, und zwar hier kann man noch die Kabine dazu bauen. Das würde dann so aussehen. Na, also ja, ganz einfach gestrickt das Ganze. Reifenvariationen sind auch ein paar möglich, und zwar mit Standard. Dann haben wir Zwillingsbereifung hinten, dann haben wir Pflegebereifung, dann haben wir hier doppelte hinten. Na, und wir haben hier die Standardreifen. Frontlader kann man hinzubauen, entweder ja oder nein. Mehr geht allerdings hier nicht. So, hier steht er auch schon. Genau, so kann man sich den bestimmt mal angucken. Den jetzt mit der Kabine hier. Dann gleich noch den ohne Kabine, dass ihr den auch mal noch gesehen habt, wie das aussieht. Sitzen wir auch noch gleich kurz rein in die Kiste hier. Zack. Von innen sieht die Sache jetzt dann so aus. Recht ganz schlicht gehalten. Wir haben auch kein simple IC verbaut. Wir haben hier IC verbaut. Da können wir dann zumindest die Türen öffnen. Das geht relativ schnell. Hier die Seitentüren, Fenster natürlich aufklappen hier. Hier können wir dann nochmal die andere Tür schnell öffnen. Und wir können auch hier kurz das Fenster aufmachen. So, oben geht natürlich nichts. Hinten können wir dann noch das hintere Fenster aufklappen kurz. Und ja, gut. Dann gucken wir mal kurz auf die Hupe. Standardhupe, man kennt's. Lass mich mal kurz den Motor an. Und Umleuchten funktionieren. Ich fahre bloß ein paar Meter schön weg hier. Ihr seht auch hier. Beide Füße funktionieren hier. Lenkrad wird zu einiger, gut kann man sagen, wird okay in die Hand genommen, das passt soweit. So, genau, packen wir den mal kurz hier hin. Er dreht ein bisschen durch, wie ihr gerade gesehen habt. Und jetzt haben wir hier den anderen. So sieht der ohne Verdeck aus. Ohne Kabine praktisch. Genau. So, ich fahre mal kurz rein. Sieht dann innen drin so aus. Nicht viel anders wie beim anderen. Bis auf das, dass hier die Rundleuchte auch funktioniert. So. Der Zeiger funktioniert, der schwankt halt hin und her, ja. So, dann gehen wir gleich mal noch kurz in die Nacht rein. Oh, ups. So. Gut, also einmallicht, das funktioniert. Zweimallicht tut sich gar nichts mehr. Beim Dreimallicht tut sich hier noch was. Viermallicht geht da alles aus. Blinker haben wir die eine Seite allerdings. Vorne blinkt hier nichts, nur hinten blinkt dann. Andere Seite funktioniert auch, Warnblinker funktionieren auch. Da ist die Frage, ob das andere Licht hier drin ist. Machen wir hier mal nochmal Motor an.
Machen wir mal das Licht an. Ist mal ein Licht, okay. Zweimal Licht da oben. Dreimal Licht da oben. Ah, okay. Guck mal, sieht alles aus. Ne? Innen drin, ne? Tut sich nichts. Da ist gar nichts an. Von dem her, ja, gut. Logdatei. Also ich sehe jetzt hier keine Fehler. Das scheint wohl tatsächlich auch fehlerfrei zu sein. Da scheint nichts drin zu sein. Nein, passt. So, wenn ihr den Traktor haben wollt, ihr wisst ja, wie immer, unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu drin. Da könnt ihr den kleinen Schnuckling hier runterladen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch und ciao.